بسم الله الرحمن الرحيم. Gibt es etwas, was in der Dunya haram ist und in Jannah vielleicht erlaubt wird? Gibt es etwas, was in der Dunya verboten ist, aber im Paradies erlaubt wird? Einiges. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, er hat verboten, dass man aus welchen Gefäßen isst? Aus Gold und Silber Gefäßen. Das gilt für Gefäße und für Besteck. Denn er sagte, sie sind für die Kuffar in der Dunya und für die Gläubigen im Jenseits. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, die Überlieferung ist bei Ibn Majah, dass man als Mann welchen Stoff trägt? Seide trägt. Was werden die Paradiesbewohner tragen? Sie werden Seidenbrokat tragen. Nicht nur Seide, Seide und Abu Seide. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Khamr verboten. Und Allah azza wa jalla, Allah und sein Gesandter haben den Khamr, den Alkohol verboten. Aber im Paradies wissen wir, wa anharum min khamr ladhatin الشارف. Und es wird ein Fluss von Khamr geben. Khamr, liebe Geschwister, ist hier in der Dunya verachtenswert. Weil dieser Khamr in der Dunya, er betrübt den Verstand und er sorgt dafür, dass man sich unwohl fühlt und vielleicht sogar Kopfschmerzen bekommt. Außer die, die jeden Tag Kampfestrinker sind, aber die anderen kriegen Kopfschmerzen. Und er sorgt auch dafür, dass man danach zu allem in der Lage ist, etwas zu tun. Aber der Khamr im Jenseits hat überhaupt nicht die Eigenschaft. Wie Allah sagt, er ist ein Genuss für diejenigen, die ihn trinken. So, was ist noch verboten? In der Dunya, aber nicht in der Akhira. Wir haben Seide aufgezählt, wir haben Alkohol aufgezählt, wir haben Gefäße aufgezählt. Was kennt ihr noch, was in der Dunya verboten ist, aber im Jenseits erlaubt ist? Gold für die Männer. Sehr gut. Gold für die Männer. Die Überlieferung ist auch bei Ibn Majah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, für die Männer Gold zu tragen. Gold zu tragen. Manche zum Jumma, die wollen besonders gut aussehen, dann rasieren sich und tragen eine Goldkette. Möge Allah unsere Geschwister zu dem wahren Weg recht leiten. Gold ist verboten. Und ich sage denen, die Gold tragen, damit du verstehst, wie die Sahaba waren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal einen gesehen, der hatte einen Goldring am Finger. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm hingegangen, hat ihm den Goldring abgenommen und auf den Boden geworfen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggegangen ist, sagten die Sahaba radiallahu anhum zu ihm, heb ihn auf und erziel einen Nutzen, das heißt verkauf ihn oder mach irgendwas, du sollst ihn nicht mehr tragen, aber irgendeinen Nutzen, den du haben kannst. Er sagte, wallahi, ich werde niemals etwas tragen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeworfen hat. Allahu Akbar. Schaut mal, wie sie waren. Heute, nimm mal einen Goldring an. Der holt dann seinen Schlagring raus, richtig? Das ist was anderes. Ja, deswegen ist die Sache so, dass wir manche Dinge in der Dunya verboten bekommen haben. Aber in der Akhira werden sie erlaubt sein. Das ist eine Prüfung. Und ihr seht, das ist eine Prüfung. Damals hat eine Schwester mich gefragt, Allah. Sie meinte so zu mir, darf ich mir im Paradies ein knusprig gebackenes Schweinesteak wünschen und dazu eine Flasche Alkohol? Solltet ihr wissen, liebe Geschwister, die Dunya ist was anderes als die Akhira. Hier gibt es Dinge, die eine Prüfung für uns sind, aber Yawmul Qiyamah wird die Sache anders. Darfst du hier 100 Frauen heiraten? Ja, ja. Hamza, darf er 100 Frauen heiraten? Auch Hamza nicht. Okay. Im Paradies gibt es welche, die über 100 Frauen haben. Na. Das ist die Gunst von Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Na.